Große Begeisterung bei den Kleinsten. Agathe packte im Konzertsaal in Purkersdorf wieder einmal ihren Musikkoffer aus. Diesmal im Gepäck ein Teddybär mit roter Latzhose und wunderschöner A cappella-Gesang. Heute sind wir im Konzert, Agathe, du und ich. Heute sind wir im Konzert, ja, darauf freue ich mich. Kindern die verschiedensten Arten von Musik nahezubringen und auch deren Eltern im Publikum zu begeistern, das ist das Ziel der gebürtigen Purkersdorferin Veronika Mandl, die nicht nur für Inszenierung und Libretto ihres Kindertheaters verantwortlich zeichnet, sondern auch als Agathe selbst zur Kultfigur geworden ist. Was ist denn die Agathe eigentlich für ein Mensch? Die Agathe ist ein Mensch, der sehr gescheit ist, vordergründig, aber eigentlich nicht sehr viel weiß. Aber sie ist klug. Agathe ist klug und holt sich ihre Informationen von den Kindern, vom Publikum. Das ist ganz wichtig, aber sie behauptet, sie weiß alles. Aber sie findet ihren Teddybär immer nicht, oder? Sie findet nur bei diesem Programm geht ihr der Teddybär leider ab. Sonst hat sie ihn schon immer, den Teddybär. Und die Agathe hat immer was anderes in ihrem Musikkoffer, ist das richtig? Ja. Jedes Mal sieht der Musikkoffer anders aus und jedes Mal ist etwas anderes drin. Der Standardspruch ist, den Musikkoffer habe ich bei jeder meiner musikalischen Reisen mit dabei und jedes Mal sieht er anders aus und jedes Mal ist etwas anderes drin. Wir sind bei Agathes Musiktheater und Sie haben ja da ein Publikum am Arm gehabt. Wie hat das reagiert? Ja, ich war heute mit meinen beiden Schwiegersöhnen und mit den drei Enkelkindern da. Das vierte ist zu Hause. Aber die Kinder waren sehr, sehr begeistert. Und ich finde das ganz, ganz toll, wie die Agathe Mandl das schafft, mit ihrem Team die Kinder zu begeistern. Und doch eine Stunde lang hören die Kinder sehr, sehr aufmerksam zu, machen mit. Das ist ganz, ganz toll und super. Agathe ist eine Kultfigur, die Kinder kennen sie, sie warten auf sie. Agathe steht jetzt auch draußen vor dem Raum und kann auch besprochen werden. Und sie kennen sie, ist eine Autoritätsperson für die Kinder, sie sind ganz begeistert. Was hat Ihnen am besten gefallen heute? Ja, mir gefällt total immer das Ensemble, wenn gesungen wird, das Gesangsensemble, wo die Instrumente nachgemacht werden, die Stimme als Instrument entsteht, das fand ich ganz toll. Weil ein bisschen Glück für dich noch lang nicht reicht, weil du bei mir bleibst, wenn der beste Freund sich schleicht. Und das ist das Ziel, den Kindern verschiedene Musikstile nahezubringen? Mir ist es wichtig, dass das Publikum, es geht mir nicht nur um Kinder, es geht mir um Kinder und Erwachsene, weil die Kinder kommen nie alleine ins Konzert, in dem Alter. Das heißt, ich spreche Kinder und Erwachsene an und biete ihnen ein reichhaltiges Repertoire, quer durch die Musikgeschichte und quer durch Instrumente und Vokal, wobei ich gerne auch Instrumente nehme, die man selten hört. Can the choir, some say the grass grows greener on the other side.